Mein Name ist Kitty Kirschbaum und ich kümmere mich seit 20 Jahren um das Produktmanagement in der Teamware bei der Firma Zina. Und heute möchte ich zusammen mit dem Tim erklären, wie ihr euch richtig anzieht mit der Zina Teamware-Bekleidung. Es geht vorrangig um das Zwiebelprinzip und bei der Firma Zina könnt ihr in zwei Varianten die Teamware-Bekleidung einkaufen. Ihr habt einmal die wattierte Variante mit der Watte und dann die unwattierte Variante, das Dreilagenmaterial, auch Hardshell genannt. Habt ihr ein dreilagiges Material, das sind die drei Schichten miteinander zu einem Stoff verklebt. Und das Ganze ist dann eben ohne Watte. Der Tim trägt jetzt die wattierte Variante und da beginnt ihr eben in der untersten Schicht mit der Skiunterwäsche. Als zweite Lage verwendet ihr einen Midlayer. Bei den Midlayern könnt ihr wählen zwischen einem dünneren oder einem dickeren, je nach Temperaturempfinden. Und ganz zum Schluss dann die Außenjacke, in diesem Fall jetzt die wattierte Außenjacke in zwei Lagenmaterial. Bei unserer Drei-Lagen-Variante in unwattierter Version startet ihr auch mit der Skiunterwäsche. Die Skiunterwäsche könnt ihr dann wahlweise bei der Hose eine dickere Variante in Ponte-Totter-Fleece wählen. Das ist unsere Jacke Ieri. Anschließend, die zweite Lage ist der Midlayer, der auch variiert werden kann zwischen dicker und dünnerem Material. Und dann als dritte Lage die Wärmejacke, die ihr wahlweise bei uns in Primaloft-Wattierung oder Lavalan-Wattierung erhalten könnt. Lavalan-Wattierung ist eine Wattierung mit Wolle. Und ganz zum Schluss dann unsere drei Lagen Jacke und Hose, unwattiert als Wetterschutz gegen Schnee, Wind und Regen aus dem wasser- und winddichten Dermisax-Material.